Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Sims 4. Die Maike malt gerade das erste Mal im neuen Haus, dass sie ein Gemälde anfertigt. Und ganz ehrlich, das brauchen wir auch sehr dringend, denn wir haben Schulden in Höhe von 13.000 Simoleons. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das ganze Geld auftreiben soll. Dante, es ist nicht unbedingt förderlich, dass hier die Anlage an ist und auch noch der Fernseher. Und natürlich, dass wir auch noch den Butler haben, ne? Ich glaube, den werden wir entlassen müssen. Echt jetzt. Ich werde mal beobachten, wie viel die Gemälde von Maike jetzt bringen. Ihr geht es ja soweit ganz gut. Sie kann jetzt noch ein bisschen malen und muss auch erst morgen zur Arbeit. Ja, super. Dann kannst du den Tag heute ein bisschen hier an deiner Staffelei verbringen. Und dann hoffen wir, dass wir schnellstmöglich das Geld zusammenbekommen. Und Dante, du hast ziemlich großen Durst, ne? Ich glaube, da müssten wir noch ein paar Plasmafrüchte essen. Das Problem ist gerade, Marie ist nicht da und das bedeutet, wir können keine aus dem Inventar nehmen. Wir könnten jetzt welche bestellen, aber ich kann ja auch mal gucken, ob man hier direkt wieder was abernten kann. Das könnte ja auch rein theoretisch Dante machen. Nee, geht aber nicht. Schade, denn den Eisenhut kann man ja, glaube ich, auch essen, wenn ich das in der letzten Folge richtig gelesen habe. Ja, Dante, was wollen wir machen mit dir? Weißt du, der Butler steht da rum, fühlt sich total geil, wenn du wüsstest, mein Lieber, dass du hier nicht bezahlt wirst, ne? Deshalb überlege ich gerade, also Plasmafrüchte jetzt nochmal kaufen wäre total schwachsinnig. Ich würde fast sagen, dass der liebe Dante sich mal damit beschäftigt, ein Buch oder so zu schreiben. Genrebuch schreiben, ja, schreib mal bitte ein Kinderbuch, mein Lieber. Weil ganz ehrlich, das bringt uns dann später ein bisschen Geld ein. Und das kann ja nie schaden, ne? Geld kann nie schaden. Maike, du bist ja schon fertig, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Bleib mal bitte hier oben. Du kannst direkt wieder hier oben hingehen. Dann gucken wir mal, was du da Schönes gemalt hast und was uns das Ganze bringt. Kohle im Klo? Genau das hatten wir doch in der letzten Folge. Echt jetzt? Genau das Gleiche. Da haben wir 20 Simoleons bekommen. Gucken, was wir jetzt bekommen. Nochmal 20. Ach, das ist ja cool. Vielen Dank, Mali. So, an Sammler verkaufen. Wie viel würde uns das denn bringen? Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Was? 200? 267 nur? Ist nie die zahme Schildkröte und andere... Andere was? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Kinderbuch. Das kann aber so bleiben. Warum zur Hölle bringt das nur so wenig Kohle? Was soll das denn? Selbstsicheres Gemälde. Was soll das denn? Ey, das ist ja mega krass. Und was habe ich hier? Löcher stopfen. Und nein, jemand hat überall im Internet den neuen Inhalt des Spiels von Marie veröffentlicht. Ach, das kennen wir auch schon. Sicherheitslücke beseitigen oder schweigen. Diesmal schweigen wir. Und was hat uns das Ganze gebracht, da Marie ruhig geblieben ist? Ebben die Gerüchte ab. Sie wird den Usern vielleicht alles sagen, aber nicht heute. Okay. Also das mit dem Gemälde hat mich aber jetzt gewundert. Warum hat das nur so wenig gebracht? Malerei Level 10. Was ist da los? Vor allem warst du doch gut drauf, als du das gemalt hast, ne? Na, ist es staubig hier, mein Lieber? Das will ich nicht hoffen, ne? Das will ich echt nicht hoffen. Du wirst bei Gelegenheit gehen müssen, wirklich jetzt. Ich kann dich nicht bezahlen, das tut mir wirklich leid. Aber gut, so, es ist gleich 2:30. Mali, wann kommst du aus der Schule? Um 3 oder um 4? Nein, um 3. Okay, diesmal müssen wir dann auf jeden Fall Hausaufgaben machen. Oh, da hat wieder jemand was runtergeladen, da lädt jemand gerade ganz viel runter, das freut mich sehr. Und mit Dante müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht später, wenn Marie auch wieder da ist, zu den anderen Vampiren gehen, die ich jetzt runtergeladen habe. Und dass wir die mal... Ach nee, Vampire beißen ist ja sinnlos, ne? Oh, Viola. Fragt sich, ob ich zu ihr rüberkommen möchte. Nee, Viola, ganz ehrlich nicht. Wir müssen hier weitermachen. Wir müssen das Buch schreiben, wir müssen es veröffentlichen. Wir brauchen echt die Kohle. Das ist wirklich nicht unwichtig. Und das da wird sogar schön, ne? Ich glaube, das wird echt schön. Und was war das jetzt? Muss in circa einer Stunde... Ach so, der muss auch noch zur Arbeit. Aber schaut mal, die Marie hat viel Geld mit nach Hause gebracht. Ist das cool. Oh Marie, ich liebe das, dass du so viel verdienst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir. Hier hingehen. Beeil dich. Los. Ich liebe das, dass sie so viel verdient. Das ist großartig. Echt jetzt. Fehlen uns nur noch 2000? Oh Mann, und sie brutzelt hier in der Sonne, ne? Du kannst erstmal bitte dein Outfit ändern. Und was wollen wir heute anziehen? Das hier mal wieder. Da klingelt es bei Mali. Wer ist das? Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Henry Cavill angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Danke, Papa. In dem Fall vielen Dank. Und du hast Hunger, Mali, ne? Ich wollte aber jetzt erstmal gucken, was wir noch Schönes mit der Marie machen. Was müsste sie hier tun? Ach ja, drei Vampire im Kampf besiegen, mit Journalisten vernetzen. Das könnten wir rein theoretisch tun, ne? Dass wir jetzt erstmal nach oben gehen und uns hier ein bisschen zum Dante setzen. Außer die Mali setze ich jetzt dahin. Ja, macht sie sogar. Finde ich aber witzig, dass die hier ein bisschen zusammensitzen, ne? Beim Essen.
Anzahl der Follower, nein, mit Journalisten vernetzen, genau. Und Mali futtert dann erstmal, das ist absolut in Ordnung. Und was ergibt dein Gemälde? Das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Das Ja. muss viel wert sein, Maike. Wirklich jetzt. Du kannst so schön malen und bist so selbstsicher. Das kann doch jetzt nur großartig werden. Hoffe ich zumindest. Sie hat vor kurzem immer nur Meisterwerke gemalt. Und du musst gleich total fertig zur Arbeit, ne? Zarb's Canoe. Total Where's the hungrig. fuchsia? Ja, gut, mein Lieber. Ah, Ich werde das Platoon abbrechen. Gardens, Und dann oh, kannst du jetzt erstmal da. arbeiten gehen. Und wenn du dann wiederkommst, dann können wir immer noch mal gucken, ob wir mit dir zu anderen Leuten gehen, zu ein paar Vampiren gehen oder wie auch immer. Und Mali muss nach dem Essen auf jeden Fall Hausaufgaben machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Du bist gelangweilt, Madame. Das hast du aber jetzt abgeschlossen, ne? Und das hier ist deine Vampirenergie. Wollen wir ein bisschen schlafen? Ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Mali hat die Schläfrigkeit erworben. Ach, schön. Vampirischer Schlummer, ja, das kannst du mal bitte machen. Zumindest ein bisschen. Bis wir da wieder auf einem grünen Zweig sind. 1500, das ist ja schon mal gut. An Kunstgalerie verkaufen. Ich glaube, das bringt ein bisschen mehr, oder? Ein Meisterwerk. Ach nee, es bringt ja, kommt ja aufs Gleiche raus, ne? Es kommt ja aufs Gleiche raus. So, wie viel haben wir jetzt? 13.000. Das reicht aber immer noch nicht. Du kannst direkt noch eins malen und ich hoffe, dass du dann auch noch ein selbstsicheres hinbekommst. Ich habe die perfekten Beziehungen. Das ist super. Ich habe 150 Follower dazu gewonnen. Dante ist zur Arbeit. Es läuft doch ganz gut. Orange. Und du, Madame, hörst da jetzt auf, im Internet zu surfen oder zu spielen. Du machst nämlich jetzt bitte erstmal deine Hausaufgaben. Zum ersten Mal machst du deine Hausaufgaben und dann kommt hoffentlich gleich mal der Butler und räumt hier die Schüssel weg, ne? Wo gehst du hin damit? Da bin ich jetzt gespannt. Wo setzt du dich hin? Hier aufs Bett? Ach, das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Setzt sie sich hier aufs Bett und liest jetzt erstmal im Buch. Das ist okay. So, Marie hält ein kurzes Nickerchen. Das sollte aber dann kein Problem sein. Und was wird das Schönes? Oh, Superheld. Ist natürlich auch ganz fantastisch. Ich hoffe, es wird wieder ein Meisterwerk. 6 Stunden. Henry ist wieder da. 1320. Leute, das bedeutet, wir können die Rechnung bezahlen. Henry, du Schnucki, du kannst direkt mal die Rechnung bezahlen. Wo haben wir es denn? Da, Rechnung bezahlen. Oh, super. Ach, schön. Ging jetzt doch schneller als gedacht, ne? Und wie viel haben wir dann gleich noch? 1000 irgendwas. Was? 511? Alter, das ist so wenig. Vor allem, er muss 5000 verdient haben. Oh Gott. 5 Fälle lösen für die Arbeit. Alles klar. Wie geht's dir sonst so? Alles super, ne? Weißt du, was wir mal mit dir machen könnten? Du könntest doch mal rein theoretisch entweder ein bisschen Sport machen. Ach, weißt du was? Ich lass dich Sport machen. Energiegeladenes Training, ja. Mach mal ein bisschen was. Und du hörst da Musik, ne? Alternative. Das ist okay. Und Dante, du bist jetzt bis in die Nacht beschäftigt, glaube ich, ne? Bis 1 Uhr. Was macht der Butler da hinten? Der macht sich dann unseren Pflanzen zu schaffen. Aber gut, so muss Marie sich wenigstens nicht drum kümmern, wobei sie dann natürlich auch nicht aufsteigt, ne? Die Pflanze Plasmafrucht konnte nicht keimen. Stelle sie an einen Ort, an dem sie mehr Platz hat. Ach so. Ach Mann, kommt mir das jetzt echt in die Quere hier mit dem Gewächshaus? Gut, mit dem Gewächshaus? Mal eben schauen. Ich stelle die einfach mal dahin. So, aber dann müsste das doch beim nächsten Mal funktionieren, oder? Pflanzen. Ach, die ist jetzt. Ach, das wurde nicht mal richtig gepflanzt. Ach, das ist ja blöd. Das ist ja richtig doof. Macht der Butler das vielleicht von alleine? Nee, ne? Sieht gerade nicht so aus. Ach, schade. Und jemand anders hat gerade keine Zeit. Also Marie sollte sich zumindest ein kleines bisschen ausschlafen. Dann können wir vielleicht die Nacht ein bisschen mit ihr nutzen. Vielleicht dann auch mit Dante, wenn noch Zeit ist. Müssen wir mal schauen. Henry, wollen wir dir ein bisschen Musik anmachen? Wir haben doch hier auch eine Anlage, oder? Habe ich hier gar. Ich habe hier gar keine Anlage. Ach, das ist ja blöd. Aber ich habe hier doch eine, ne? Ich hatte doch. Moment mal. Ich habe doch hier eine Anlage drin. Da ist sie doch, ne? Pass mal auf. Da, Good Vibrations. Weißt du was, mein Lieber? Wir packen hier noch eine hin, weil wir haben ja so viel Geld. Wo ist denn mal Platz dafür? Ach, ich kann mir die nicht leisten. Ist das das Problem? 820. Die hier ist günstiger für 200. Ich möchte jetzt hier Musik haben. Ich möchte Musik haben. Deshalb gebe ich auch noch das letzte bisschen aus. So, und dann können wir die auch mal bitte einschalten. Was wollen wir denn mal hören? Elektronisch. Das ist doch bestimmt super zum Trainieren, ne? Ach, Henry, da fällt mir ein, ich wollte dich teilweise auch noch umziehen, ne? Das könnten wir eigentlich gleich machen. Echt jetzt, so generell mal ein paar mehr Outfits, weil ich glaube, er hat nur ein Standard-Outfit. Und es wäre ganz schön, wenn wir da auch ein kleines bisschen Auswahl hätten. Das wäre cool. Du hast dir.
Du hast dir hier wieder was zu essen geholt, ne? Da bin ich gespannt, was das mit dem Gemälde hier oben ergeben hat. Wahrscheinlich nicht viel, oder? Selbstsicheres Gemälde 106, ja, okay. 706, mein Gott, was sage ich hier? 706, ja, okay. Ist besser als nichts, ne? Kannst du dann von mir aus auch direkt an Sammler verkaufen? Ja, das kannst du tun und dann bist du müde. Oh, Maike, warum bist du denn so früh schon müde? Ich würde voll gerne noch was mit dir machen. 10 Bücher veröffentlichen, 5 ausgezeichnete Bücher schreiben. Weißt du was? Das kannst du dann auch gleich noch machen. Wirklich, also ein bisschen können wir das ja noch ausreizen. Du musst ja nicht sofort ins Bett gehen. Setzen wir uns einfach mal hier hin. Schreiben, Genrebuch. Was können wir denn noch mal schreiben? Sachbuch. Motivationsbuch, das ist cool. Und Mali ist auch fertig, ne? Mali, möchtest du vielleicht mal unter die Dusche gehen? Ich stelle das hier mal aus. Das zieht mir alles zu viel Strom, Leute. Ihr macht hier immer so krasse Sachen. Na gut, eigentlich meine Schuld, ne? Dass ich hier gerade auch noch eine weitere Anlage gekauft habe, aber passt schon. Der Spiegel lügt. Das ist ein super Titel. Das ist ein super Titel, Maike. Das kann ja nur ein großartiges Sachbuch werden. Und beziehungsweise Motivationsbuch, ne? Und du steigst da auch gleich auf bei deiner Schreibfähigkeit. Das ist ja super, dann bist du Level 9. Ach, großartig. Das finde ich gut. Das ist echt schön. Und Henry, geht's dir auch noch soweit gut? Ach, du bist schon unter die Dusche gegangen? Ja, pass auf, dann lasse ich dich da jetzt duschen. Und dann schauen wir mal ganz schnell noch bei deinen Outfits durch. Das wird dich da ein bisschen, ja, ein bisschen schicker machen. Und natürlich hast du jetzt die andere Anlage hier auch nicht ausgemacht, ne? Ausschalten, ja, war ja klar. So, Aussehen ändern. Da gucken wir doch direkt mal durch, was wir so Schönes für dich finden. So, alle anderen Sims müssten soweit noch in Ordnung sein. Können wir auch bei Gelegenheit mal umziehen, aber muss ja nicht jetzt unbedingt sein. So, das Outfit finde ich ganz gut, muss ich sagen. Da machen wir gleich noch weitere. Das finde ich auch nach wie vor echt schön. Das finde ich okay. Die Hose und die Schuhe, er hat riesige Füße, ne? Kommt mir das gerade nur so vor. Ich finde die Hose eigentlich immer richtig cool. Ich mag die, muss ich sagen. Gelb, vielleicht mal in Blau. Oder mal in Rot oder in Braun. Oder was haben wir noch so für Hosen? Nee, ich finde die eigentlich schon gut, muss ich sagen. Die gefällt mir. Ach nee, das ist meine Lieblingshose, genau. Aber die hat jeder in Rot. Die ziehe ich jedem in Rot oder in Blau an, ne? Ziehen Sie dir mal in Weiß an und gucken dann mal, ob wir einfach ein nettes Shirt oder so dazu finden. Das sieht so basketballmäßig aus, ne? Nee, das ist mir aber eine Nummer zu krass. Dadurch wirkt er ein bisschen zu jugendlich. Blusen, nein, Quatsch. Was haben wir hier für Jacken? Die finde ich überhaupt nicht schön. Tanktops, nee, passt auch nicht unbedingt mit Knöpfen. Ja, das passt nicht so gut dazu, finde ich. Poloshirts. Wie wäre es denn? Ach, ein Poloshirt? Poloshirt Sport machen? Oh Gott, nein, nicht in dem. Oh Gott, nein. Er sieht aus wie ein Opa. Nein. Und damit Sport machen ist auch blöd, ne? T-Shirts, was haben wir denn da noch? Gibt es da sonst noch irgendwas Schönes? Was ist denn damit? Das hat immer sowas von Schlafanzug. Also das in Kombination mit der Hose. Ah nee, das war die andere Hose, ne? Oh, ich weiß nicht, Henry, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich bei dir echt nicht entscheiden. Tanktops oder einfach sowas hier. Oh Gott, nein, das finde ich schlimm. Das ist okay. Nee, das ist nicht okay. Es geht jetzt schon los, ne? Bei der Sportkleidung. Grün? Bist du der Typ für grün? Ich weiß ja nicht. Jacken? Nee. Oh, Leute, es geht nur um die Sportkleidung und ich habe gerade schon Probleme. Weißt du was, mein Lieber? Wir lassen das hier. Und nehmen das in. Welcher Farbe nehmen wir das? Wir nehmen das in Rot. Ich glaube, das hatte der Marc auch bei irgendeinem Outfit, aber das finde ich gerade nicht so schlimm. Und dazu kannst du, ja, du kannst die Hose in Schwarz anbehalten, das ist in Ordnung. Aber andere Schuhe bekommst du noch. Was haben wir denn da noch so? Turnschuhe? Die sind alle nicht besonders schön, ne? Er hat riesige Füße. Ey, schaut euch das mal an. Vor allem voll dicke Füße. Was ist denn los mit ihm? Die sind okay. Komm, die sind okay. Oder lieber in Schwarz. In Schwarz. Ja, komm, das ist gut. Was für ein Plattfuß, ey. Das ist so krass. So, das Outfit möchte ich auch auf jeden Fall ändern. Ich hoffe, die Person, die Henry damals erstellt hat, nimmt mir das nicht übel. Ich weiß gar nicht, ob du noch zuguckst. Wenn du zuguckst, dann finde ich das voll cool. Weißes Shirt finde ich super bei ihm. Und das ist auch so meine Lieblingsschlafhose irgendwie, ne? Für Männer. Die ist aber auch okay. In so Babyblau. Ist das nicht eigentlich eine Frauenhose? Nee. Ist es eigentlich nicht. Okay. Und einfach nur Shorts dazu. Shorts dazu sind auch okay, ne? Hier so eine enge. Von mir aus auch in Rot, oder?
Oder in Schwarz oder auch in Weiß. Ja, so richtig weiß-feinripp-mäßig. Doch, das ist cool. Das ist cool, das hat was. Alter, wie trainiert er ist, ne? Schau mal, die Füße, das ist so krass. So, das ist dein Party-Outfit. Oh Gott, das müssen wir gleich ändern. Das ist mir zu einfach. Das ist die Badehose. Die ist eigentlich okay. Hm? Können wir mal so lassen. So, hier hätte ich gerne etwas bisschen moderneres, schickeres. Was können wir denn da mal nehmen? Passt mal auf. Jacken, Jacken, Jacken. Nein, ich glaube, dafür bist du nicht der Typ. Aaron, Diego, wie man schon die Klamotten mit gewissen Sims assoziiert, ne? Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Die Frage ist jetzt, was für eine Hose passt dazu? Eher eine Jeans oder doch eher eine schickere Hose? Das hat auch was. Das hat auch was. Ich weiß, dass viele wahrscheinlich so einen Style beim Mann nicht mögen, so ganz enge Hosen. Ist auch nicht unbedingt das, wo ich sagen würde, wow, super. Aber... ich finde, das passt gerade. Das ist die Hose vom Bowling-Pack, ne? Hm, gibt es die Jacke noch in einer anderen Farbe? Also das hier finde ich ganz scheußlich. Nee, nee. Das geht überhaupt nicht. Ah, das ist cool, ne? Ich weiß, das hatte Max an, aber ganz ehrlich, wenn wir ihm eine andere Farbe geben... oh ja, ich möchte das hier bei ihm. Das ist cool. Blau? Nee, ich fand das hier ganz schön. Dass du auch mal ein bisschen rosa trägst. Das ist in Ordnung, aber dann müssten wir, glaube ich, die Hose ändern. In eine normale Jeans, damit es nicht ganz so schick wirkt, sondern ein bisschen lässiger. So ein Grauton. Moment, was haben wir noch? Moment, Jeans, was haben wir noch? Also die passt nicht unbedingt. Die ist jetzt, wie gesagt, viel zu eng. Das geht auch gar nicht. Die geht auch gar nicht. Das ist die mit Schlag. Die könnte... ach, das ist die mit Nietengürtel, ne? Aber zum Glück sieht man den nicht. Das ist ja super. Das ist super. Man sieht den Nietengürtel nicht. Die Hose ist aber trotzdem ein bisschen abgewetzt, sodass er nicht ganz so... ja, wie gesagt, nicht ganz so schick wirkt. Schuhe finde ich okay. Schuhe finde ich okay. Das ist gut, Henry. So, das ist in Ordnung. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und das gefällt mir auch. Da mache ich jetzt aber nochmal eben fix ein, zwei Outfits dazu. Was haben wir für vorgefertigte Looks? Da wollte ich mir eben... oh Gott, nein. Nee, 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 nee. Nee, 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 mein Lieber, das lassen wir. Oh Gott, nein. Nein. Wobei, ich würde gerne was mit der Hose machen. Ich würde echt gerne was mit der Hose machen. Ich finde die... ich finde das gar nicht so verkehrt. Echt jetzt. Also es ist nicht... es sieht nicht mega geil aus. Aber es ist mal was komplett anderes. Das ist gar nicht so übel. Echt jetzt. Das nehme ich jetzt. Ich überlege nur gerade, ob ich das hier nehme. Also die Flamingos. Ey, das... doch, das ist irgendwie witzig. Irgendwie hat das was. Aber ich finde das hier dann fast am besten, ne? Wobei, nee. Das ist auch geil. Irgendwie finde ich das lustig. Vor allem die riesigen Füße dazu. Das geht gar nicht klar. Das geht echt gar nicht klar. Ja. Boah, Henry, das ist eine Mischung aus absolut grässlich, aber doch irgendwie ziemlich nice. Also, ich weiß nicht. Ey, ich muss deine Füße ändern. Wirklich, beim nächsten Mal aktiviere ich hier die Cheats und dann müssen wir das mit den Füßen ändern. Das geht doch so nicht. Und er kriegt auch die weißen Chucks. Doch, Henry, ich find's geil. Huch, ich find's geil irgendwie. Weiß ich nicht. Total, total trashig. Passt ja. So, noch ein nettes Armband oder eine schöne dicke Uhr. Haben wir sowas? Die ist nicht so dick. Die, was ist damit? Das ist okay. Das lassen wir so. So, dann gibt es aber noch ein Outfit. Ich finde das voll lustig. Echt jetzt. Was ist mit dem? Oh Gott, nein. Das geht wiederum gar nicht. Nee, nee, das geht gar nicht. Das geht absolut gar nicht. Was haben wir sonst noch bei den vorgefertigten Looks? Da kann man sich ja immer gut inspirieren lassen. Auch nicht schlecht. Passend zu Maike. Irgendwie dieses... doch, das hat was. Das ist so mega lässig. Nee, das mag ich nicht so, das auf gar keinen Fall. Nee, das ist zu krass. Moment, was hatte ich denn gerade? Nee, nee, das ist auch zu krass. Dreh dich mal um, mein Lieber. Das ist schön. Aber trotzdem, ich möchte... doch, ich möchte wirklich diese ein bisschen ausgefallenen Sachen. Die Brille muss auf jeden Fall weg. Die Sonnenbrille, das mag ich überhaupt nicht. Die entfernen wir direkt mal. Und dann gucke ich jetzt nochmal durch bei den Farben. Die Schuhe ändern wir auch auf jeden Fall. Das finde ich jetzt nicht so geil. Moment, was ist damit? Oh Gott. Ich finde das noch besser. Nein. Oh, das ist auch schön. Das ist auch schön. Ja, wir müssen jetzt bedenken, das ist ja das Alltagsoutfit, ne?
Sollte ja dann nicht zu schick sein. Nee, ich finde das andere Gewand besser. Es ist ja schon fast ein Gewand. Ich finde das cool. Doch, irgendwie hat das was. In grün, bist du der Typ für grün? Bist du eher der Typ für weiß, ne? Das ist cool an dir, wirklich jetzt. Das ist auch schön. Nee, rot mag ich gar nicht. Nee, das auch nicht. Nein, das finde ich super. Nee, das ist geil. Wer hatte das denn an? Hab ich Marc das angezogen? Oder hat Marc das irgendwie von alleine angehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Welches war jetzt das Schöne? Das hier. Ey, du bekommst es an. Ich finde das cool und lässig und irgendwie hat das was. Und dazu diese Espadrille-ähnlichen Schuhe. Welche sind denn besser? Und vor allem in welcher Farbe? Die passen jetzt nicht so gut. Haben wir die in weiß? Nee, natürlich nicht, ne? Ach Mann, diese blöde Farbkombination hier immer. Nee, die passen gar nicht. Flipflops dazu an. Ich weiß ja nicht. Wo haben wir denn einfach mal Halbschuhe? Das sind die Halbschuhe. Nee, die Segelschuhe passen jetzt überhaupt nicht dazu. Nee, das ist mir auch eine Nummer zu krass. Also die Schuhe sollen schon. Nee, die Schuhe sollen schon vernünftig sein. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Nee, das passt mir gerade alles nicht. Nein, das passt mir auch überhaupt nicht. Welche hatte ich denn jetzt ganz am Anfang? Schuhe mit Keilabsätzen. Turnschuhe. Ja, die werden ja alle nicht. Obwohl doch, diese hier gehen in weiß, ne? Das sind die Bowlingschuhe. Turnschuhe dazu ist auch blöd. Chucks dazu. Alter, ich kann das nicht beurteilen. Deine Füße sind einfach riesig. Du siehst aus wie Goofy. Die hier, nee, das wären mir eigentlich die liebsten. Warum gibt es die nur in blöden Farben? Na komm, dann bekommt er die. Ich frag mich jetzt gerade. Also wir haben zwei etwas schräge Outfits und ein normales. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wollen wir noch ein viertes machen? Komm, wir machen noch ein viertes. Ja, und diesmal gucke ich nicht bei den vorgefertigten Looks, sondern mal bei den Kombinationen. Ob wir da was Schönes finden, ansonsten machen wir selbst irgendwas. Was ist damit? Oh, wow, das steht ihm gut. Ich habe das Gefühl, ihm steht alles gut. Das nur, weil er gut aussieht. Ja, das steht ihm alles. Oh, Farbkombination finde ich cool. Echt jetzt. Ich finde selbst das geil. Alter, krass. Das finde ich auch mega witzig an ihm. Ey, das ist cool. Das hat was Altbackenes, ist aber ja eigentlich so ein bisschen Gentleman-mäßig. Ich finde das schon cool. Aber vielleicht nicht als Standard-Outfit, ne? Also als, nicht als normales Alltagsoutfit. Nee, dann würde ich sagen, wie wäre es damit? Nein, ganz sicher nicht, ne? Den Rest hier kann man auch knicken. Pass mal auf, dann gucken wir mal. Was haben wir denn generell? Blusen? Nein. Was haben wir denn für Jacken? Dass wir da vielleicht noch eine schöne Jacke finden? Nee, finden wir natürlich nicht. Vielleicht ein schönes T-Shirt. Nicht immer das Obligatorische mit den Knöpfen und den Ösen hier. Nicht schon wieder. Das nehme ich ja immer. Pullover, ja. Da habe ich auch so meine 1, 2, 3, 4, 5 Standardpullis, die ich bei jedem Mann nehme. Das finde ich auch okay. Ich glaube, ich würde gerne was mit dem Pulli machen. Weil das hier, ah, das hat sowas von Marc, das hat was von Max, das hat auch was von Max. Und das hier hat einfach auch jedermann bei mir an. Also von daher nehme ich mal den Pulli, weil ich finde ihn schön und ich glaube, ich nutze ihn nicht so häufig. Schwarz finde ich aber nicht so schön. Da war weiß und grau schon fast am besten, ne? Wir gucken mal, was wir für eine schöne Hose dazu finden. Hautengen Jeans. Können wir jetzt vielleicht die hier anziehen? Ja. Das ist ganz standardmäßig. Das ist ganz basic. Das ist okay. Rot gefällt mir jetzt nicht so. Ja, ich mag ja immer diese Erdtöne und viel Braun und so. Du hast jetzt hier, Moment mal, du hast da die helle Jeans, ne? Oder eine etwas hellere Jeans. Die Outfits sehen sich einfach so ähnlich. Aber was soll ich machen, ne? Was soll ich machen, wenn es halt das ist, was ich mag? Bekommst aber hier jetzt die schwarze Hose. Und dann bekommst du definitiv auch andere Schuhe. Die hier mag ich. Gibt es die in dunkel? Und wenn ja, wie sieht der Rest dann so aus? Nicht so schön, ne? Passt nicht so wirklich gut. Was ist damit? Ach, das sind die Vampirschuhe, ne? Nee, wir haben hier aber noch andere schwarze. Was ist mit denen? Alter, die Füße, ich komme nicht drauf klar. Nächste Folge werden die geändert. Auf jeden Fall. So, die hier einfach in schwarz. Alter, das ist so übel. Das ist echt einfach so übel. Aber die Schuhe sind okay. Echt jetzt. Die Uhr würde ich gerne noch ändern, dass du vielleicht hier bei dem Outfit ein schickes Armband hast. Genau. Und wenn ich jetzt gerade schon mal dabei bin,
Könnten wir uns generell mal überlegen, ob seine Frisur so bleibt? Kann ich auch die Augenbrauen jetzt ändern? Könnte ich auch, ne? Also ich mag den Henry und eigentlich hasse ich das ja auch immer, die Sims dann zu verändern, wenn die aussehen, wie sie aussehen. Aber die Augenbrauen sind schon eine ganz schöne Hausnummer, ne? Die sind zu dünn. Die sind besser, oder? Also er hat generell sehr vorstehende Brauen, eine sehr vorstehende Stirn, wie man hier sieht. Das muss auch nicht geändert werden, das finde ich schon okay. Aber echt, vielleicht doch nochmal die Augenbrauen ein bisschen zupfen. Aber du wirkst so böse, ne? Mit den anderen Augenbrauen wirkst du böse. Die sind okay. Die finde ich gut. Damit siehst du auch nicht zu verändert aus. Das ist okay. So, das ist jetzt deine Frisur, ne? Oh! Oh ja! Geil! Boah, Henry! Ist ja der Hammer. Ich mag ihn auch so. Alter, voll der boser Typ. Nee, so mag ich ihn nicht so gerne. Nee, nee, das können wir direkt knicken. Nee, nee, die Frisuren mag ich auch nicht. Das geht so bei ihm. Nee, lange Haare auf gar keinen Fall. Sieht aus wie mein Papa. Echt jetzt, wie er da so ist. Sieht aus wie mein Papa. Ihr kennt ihn nicht, aber er sieht so aus. So ähnlich. Nein, das auch nicht. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Was haben wir hier noch? Das hier vielleicht? Nee, das ist zu schmalzig. Das geht ja gar nicht. Mhm. Das hier? War das jetzt? Nee, das war ja nicht deine Standardfrisur, ne? Deine Standardfrisur war welche? Ich weiß es nicht. Wir gucken gleich. Doch, das war die Standardfrisur. Was ist damit? Nee. Ach komm, wir lassen es, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Welche hatte ich jetzt vorhin? Die hier hatte ich vorhin. So ein geschniegelter Schönling, ey. Voll mein Ding. Ich weiß nicht, wollen wir es dabei belassen? Oder wollen wir, jetzt finde ich sie wieder nicht, ne? Das war seine andere. Ich mag beides. Ach komm, wir lassen das. Ach komm, wir lassen das. Ist schon okay. So, da geht Mali gerade wieder in die Dusche. Und Henry ist jetzt auch fertig und er strahlt nicht in neuem Glanz. Na, das ist ja toll. Jetzt hast du nicht mal dein neues Outfit an, ne? Beziehungsweise eins deiner neuen Outfits. Ich finde es super. Komm mal bitte hier hin. Der Kühlschrank ist im Weg, die Wand ist im Weg. Nein, jetzt ist erst recht immer dem Weg. Alter Henry, du siehst so krass aus. Ich würde aber sagen, Leute, das war's jetzt für diese Folge. Er fühlt sich geil, das ist doch die Hauptsache. So, ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann, Henry. Tschüss.